Genau, unser Projekt war der Internet Explorer, ein moderner Browser, den man mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz und Spracheingabe bedienen kann. Genau. So, was hat uns überhaupt daran, warum haben wir dieses Projekt überhaupt umgesetzt? Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man einen Browser bauen, der gleichzeitig barrierefrei ist, zeitsparend und auch einfach zu bedienen. Und so sind wir auf diese Idee gekommen, einen Browser zu bauen, der eine KI integriert hat, die über Sprachbefehle von Ihnen, von uns sozusagen Sprachbefehle bekommt und daher dann ganz viele verschiedene Sachen im Web machen kann. Genau, das ist der Ablauf, den wir jetzt hier in der Präsentation zeigen werden. Erstmal, welche Technologien wir verwendet haben, dann, welche Probleme entstanden sind, was die Vorbereitung hierauf war und nachher natürlich die Demonstration des Endproduktes. Genau, wir kommen zuerst mal zu den Technologien. Und zwar haben wir verschiedene Technologien benutzt. Und zwar das allererste ist ein Cloud LLM. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist ein Large Language Model, beziehungsweise ungefähr so eine KI wie ChatGPT, ne, also von OpenAI. Um genau zu sein, haben wir die 4o Mini genutzt. Genau, für den Backend-Code haben wir Python verwendet und für Frontend haben wir die beiden Frameworks React und Bootstrap benutzt. Genau. Kommen wir nun zu den Problemen, die wir während der Entwicklung hatten. Und zwar teilweise hatte das CSS im Frontend nicht richtig funktioniert. Außerdem hatten wir limitierte Zeit und konnten nicht alle Funktionen einbauen, die wir einbauen wollten. Dann in der Zukunft könnte ein Problem sein, wenn das auf den normalen Anwender angepasst werden soll, das Programm, dass man lokal so eine KI nicht so einfach laufen lassen kann, wegen der Rechenleistung, das dann Geld kosten würde, um für die Schnittstelle bei OpenAI zu bezahlen. Und zusätzlich hatten wir auch das Problem, dass die WebSocket-Verbindung zwischen dem Frontend und Backend manchmal nicht funktioniert hat. Kommen wir nun zur Vorbereitung. Da wir jetzt kein kleines Team waren, war das Projektmanagement oder das Teammanagement halt relativ wichtig. Dazu haben wir dann auch angefangen, so virtuelle, nicht echte Kanban-Boards zu machen. Wie ihr zum Beispiel hier mal seht, die wir dann auch mit der Zeit halt entwickelt haben, also um halt manche Aufgaben zu tracken, am Anfang halt auf To-Do und dann mit der Zeit auf Doing und am Ende dann halt schönerweise auf Done. Und das hat halt beim gesamten Projekt eigentlich ordentlich geholfen, weil man damit dann halt besser erfassen konnte, was halt da ist und das auch ein bisschen bei der Priorisierung geholfen hat. Und zusätzlich haben wir auch noch User-Testing durchgeführt. Das heißt, wir sind mit unserem Prototypen hier nochmal auf dem Zirkusgelände herumgelaufen und haben Leute gefragt, das mal auszuprobieren, was nicht nur sehr viel Spaß gemacht hat, sondern auch sehr viele Anregungen gebracht hat. Am Ende hatten wir eine Liste von über 50 verschiedenen Anregungen und Vorschlägen, die wir vielleicht mal umsetzen können. Ja, und jetzt kommen wir mal zur Demonstration. Dafür müssen wir das hier mal kurz umstöpseln. Das Tool funktioniert so, dass ein Browserfenster gestartet wird und man dann mit dem Browser reden kann. Das geht so, solange man die Leertaste runterdrückt, kann man dem Anweisungen geben. Wenn man loslässt, verarbeitet der die Anweisungen und führt das aus. Das wird hier Luis mal demonstrieren. Also man kann natürlich irgendwelche Webseiten aufrufen, zum Beispiel mal Wikipedia. Der Browser verarbeitet das. Man sieht hier links im Frontend dann, dass das erkannt wurde und ausgeführt wird und die Webseite geöffnet wird. Man will jetzt zum Beispiel mal suchen, jetzt kann man mal auf den deutschen Wikipedia gehen. Drücke auf Deutsch. Dann wird das Deutsche aufgerufen, richtig, und man will da vielleicht auch mal was suchen, deswegen muss man natürlich ins Suchfeld hineingehen. Gehe auf die Suchleiste. So, und jetzt kann man mal ins Publikum fragen, was sollen wir suchen? Irgendein Wort, was gut, ein Thema, was gut bei Wikipedia ankommt? Alpaka, gut. Tippe Alpaka. Ja, die Spracherkennung ist nicht ganz perfekt, aber man sieht, es hat auch eingegeben, abgeschickt und man sieht jetzt mehrere Ergebnisse und von dort aus könnte man jetzt wieder weitergehen, der KI noch weitere Anweisungen geben, um das zu öffnen. Ja, das war unser Vortrag und vielen Dank fürs Zuhören.